Schön, nicht? Die Reisterrassen dort frisch noch angepflanzt, alles, ne? Mega schön, Wahnsinn. Ja, also nach 3 Monaten wird es dann ja. Die Früchte oder die Körner rauskommen. Zieht man dann diesen ganzen Büschel? Ja, oder wird mit Sichel einfach abgeschnitten, ja. Ungedroschen. Ja. Das ist so schwere Arbeit, also viel Arbeit bei dem Reisanbau, ja? Dass jeden Tag man die Bewässerung auch schon kontrollieren muss, ja, und auch wegen Unkraut natürlich, ja, muss man auch schon kontrollieren, dass nicht so viel Unkraut da sind, ja. Oder vielleicht wegen Schnecken, ja, dass es auch Schnecken oft gibt, ja, oder vielleicht Ratten, wenn die dann schon groß sind, schon Früchte tragen, dann gibt es oft auch schon Ratten oder auch Vögel. Dann werden die oft auch schon mit Netz zugedeckt, ja, oft, ne? Um zu schützen, weil die Vögel auch schon große Feinde von Reisbauern sind. Ja, klar. Und über den Reis kriegt man was von klein. Eine kleine Terrasse oben mit so. Also von einem Hektar Land, ja? Von einem Hektar Land kriegt man vielleicht 4 oder 5 Kilo. 50 Kilo. Ne? 4 Zentner. 4 Zentner, 1 Zentner sind 12 Kilo. Kann das sein? 100 Kilo, glaube ich, ja, oder? Oh, das ist es wird aufgenommen. Das ist doof jetzt mit der Mathematik, ja? Kilogramm. 100? Oh ja, du hast recht. Ya, 100 kilogram. Ya, kalau ya 1 hektar bisa dapat 5-6 kuintal ya. Bisa lebih. Oh, da sogar mehr, hat er gesagt. Ja, also von einem Hektar so vielleicht 7-6 Zentner. Mhm. Richtig schön. Mhm. Sehr schön und auch mit dem Chili. Ja. Zu meiner Kindheit nochmal, als Kinder durfte ich dann so durch die Felder rein und da habe ich dann so wie früher, sage ich mal, so Snack genommen, also die junge Chilis, ja. Also genau, das war scharf, ja. Mal habe ich dann genommen, die Freunde auch, nehmen wir die und essen einfach so ein bisschen, wenn das zu scharf ist, dann weg, ja, und nochmal später. Das machen wir auch schon im Spaß, ne? Wie eine Mutprobe. Ja, sowas, ne? Mhm. Ja, längliche Long Eggplants. Hello. Good. Even for you. Sind die Scheuerbohnen, nicht? Das hier links. Ups. Die Bohnen, da sieht man schon Bohnen dran. Wie viel was? Ganz oben? Da, also vielleicht 18. Ja, ja, schon kälter, wird schon kälter. Das hier sind die Setzlinge. Ja, die Setzlinge. Also da wurden die Körner ausgesät. Ja? Dann wartet man, bis der große, die werden dann vereinzelt, ja? Später. Wie hier dann. Ja, genau. Dann werden die dann vereinzelt und hier werden die dann so reingesetzt. Ne? Ja, ist zu eng. Zu eng, ja. Die werden schon viel mehr, da hast du gesehen, oder anders. Oder da oben, wenn die dann schon so groß sind, ja. Das ist auch schon wieder eng, ja. Also das ist aber schon ideal oben, ja, also in den größeren Feldern. Setzlinge.